Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Russland war immer ein souveräner Staat und wird auch immer souverän und unabhängig bleiben. Das ist einfach ein Axiom. Entweder wird es so sein oder wird es überhaupt kein Russland mehr geben. Das soll uns allen klar sein. Wir müssen es verstehen und uns darüber im Klaren sein. Russland kann nicht ein Staat sein, wenn es nicht souverän ist. Manche Länder können es, Russland aber nicht. Beziehungen mit uns aufzubauen, heißt gemeinsame Lösungen finden, wobei die von schwierigsten Fragen und nicht zu versuchen, Bedingungen aufzuzwingen. Prioritäten unserer Außenpolitik sind absolut offen. Das ist Festigung des Vertrauens, Bekämpfung der Gefahren, die für die ganze Welt gemeinsam sind, Erweiterung der Zusammenarbeit in Wirtschaft, Wissenschaft, Handel, Kultur, Beseitigung der Kommunikationshürden zwischen den Menschen,